Jo, Freunde, jetzt habe ich mal hier den Benzinhahn ausgebaut. Die ganzen Dichtungen sind porös alle. Ich habe den jetzt mal hier alles abgeschraubt. Jetzt lasse ich den mal hier abtrüppeln, weil ich habe die Benzinhahn zugemacht. Mal eine Runde gedreht hier. Und dann habe ich den Benzinhahn mal zugemacht. Und auf einmal gucke ich in die Garage, war da voll am Trüppeln gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, Scheiße. Ja, und dann muss ich jetzt neue Dichtungen dann reinmachen. Die sind schon bestellt. Da mache ich jetzt neue Dichtungen rein, weil die Dichtungen hier sind alle hier kaputt, porös, ne? Da sind noch schon so Teile drin, so Stücke drin. Hier auch im Trichter da so Stücke sieht man. Ja, das muss ich auch jetzt erneuern. Ja, immer was zu tun, ne? Da ist er eigentlich, der neue Dichtungssatz für den hier Benzinhahn. Und guckt euch das mal an, Freunde. Total porös, alles kaputt hier. Das habe ich heute schon gereinigt hier ein bisschen. Und ja, da muss auf jeden Fall alles richtig hart und so, aber ist auch klar nach den ganzen Jahren. Ne? Jetzt habe ich hier neue Dichtungssatz. Das werde ich jetzt hier erstmal einbauen und dann hoffe ich, dass der Benzin dann wieder schön dicht wird. Da habe ich das mal ausgepackt. So, die Teile brauche ich jetzt nicht. Hier sind die neuen Teile, die ich jetzt so bauen werde. Da oben liegen die alten Teile. Die Schrauben, die gehören auch hierzu. Das sind auch alles die alten. Dann nehme ich auch neue. Wie gesagt, das verwende ich. Und jetzt mache ich die neuen Dichtungen rein. Ist eigentlich ganz einfach. Einfach Dichtung da reindrücken und Schrauben anschrauben hier. Platte drauf, Schrauben vor und fertig. Kein Hexenwerk. So, wo weit bin ich jetzt schon mal? Jetzt habe ich die neue Dichtung reingemacht. Hier so den neuen Ring habe ich gerade drauf gemacht. Und so aus. Und das ist hier wie so ein, ja, so ein geschwungener Metallring ist das hier. Und der kommt dann, die Platte drückt sich dann da so vor. Dann mache ich jetzt die Platte, schraube ich jetzt an mit den zwei neuen Schrauben hier. Und dann mache ich hier den Hebel drauf da, den Hahn. Wichtig ist, dass man die Schrauben erstmal gerade ansetzt, dass sie leichtgängig reingehen und dann vorsichtig über Kreuz verschrauben. So, Freunde, jetzt habe ich alles festgeschraubt und so sieht der fertige Ergebnis aus. Also war ganz einfach. Also ihr wisst Bescheid, wie immer, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben. Bis dann, euer Bormann. Ciao.